Hallo zusammen bei einer neuen Runde mit 7 Days to Die in unserer Selbsthilfegruppe beim Survival Game. Wieder mal mit dabei ist der Nordisch. Ich muss erstmal ein bisschen was essen, Mund voll. Und ihr hört sie schon lachen, die Xyra. Moin. Ja. Ja, was haben wir Tolles vor? Tja, sag du's mir. Warte, ich zeig's. Wieso, du zeigst? Bei mir, okay, hat man's gesehen. Ja, mitten in der Nacht, das ist nicht gut. Ja, ich könnte noch was viel Schlimmeres tun. Das bin ich mir sogar sicher. Da es mitten in der Nacht ist, wollen wir ein bisschen in den Tiefbau gehen. Damit wir losrennen können und ein paar Zombies schlachten. So eine Art. Ich werde das mal craften. Ich werde das mal ein bisschen für unsere kleine Tour erstmal ein bisschen Munition craften. Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich einmal kurz rausgehe. Ja, denn aber pronto bitte. Danke. Soll ich die Tür zumachen? Hab ich schon für dich übernommen. Ich sehe ja schon, dass das wieder nichts wird. Mir ist gerade aufgefallen, dass meine kleine Behausung, wo ich mich in die Tiefe baue, noch gar keine Tür hat. Tja. Ach, siehst du. Ich hab keine Fackeln mehr. Gibt's eigentlich eine Möglichkeit, wenn ich jetzt in diesem Menü, ne, in diesem ganzen Menü bin, hier für die Rezepte, dass ich auch jetzt auf einmal 152 Bullets auf einmal herstellen kann, nicht, dass ich 252 mal klicken muss? Ja, nee. Ach so. ja, doch. Das ist ja toll. Stimmt, ich mich wund. Stell keine Fragen auf deren Antwort. Ne? Hast du es mal mit Shift gedrückt halten versucht und dann linker Maustaste? Zu spät. Okay. Erstmal. Also ich kann gleich mit 152 Schuss aufwarten, wenn jemand was abhaben will. Hier. TNT, okay. Mhm. Ich brauche erstmal ein paar Fackeln. Also, wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir nach Diersville gehen, Beaker, Kartoffeln, Stoff und Kupfer. Mir und alles andere, was wir finden können. Mir wäre schon ganz recht, wenn ich langsam mal Metall finden würde hier. Ja, das ist noch nicht so schlimm, wir haben ja einen Stack. Erstmal. Aber Blei wäre auch nicht schlecht, dann können wir wieder ein paar Bullet-Tipps basteln. Ich höre eine Bumse. Ach, ich kann ja schon mal ein paar Reaper-Frames basteln, ja. So weit komme ich damit auch nicht. Ah, nee. Hm. Ich glaube, irgendwas habe ich hier gefunden. Ja. Das war schön. Oder auch nicht. Ich glaube, die Zombie-Horde läuft vorbei. Ach, wir haben schon wieder eine Horde. Wenn wir jetzt alle ganz still sind. Ja, Axyra. Ich bin gerade ganz still. Ganz brav bin ich. Ach, ist ja schon 7:15 Uhr, also können wir uns ja schon mal mental auf den Abmarsch vorbereiten. Jo. Dafür muss ich mich hier erstmal leer räumen. Ja, das wäre natürlich schön. Also entweder ich lege hier gerade Höhlenmalerei frei oder... Oder? Warte, ich guck mal nach. Nee, das ist nur Stone, komisch. Ich dachte, das ist jetzt hier, was für TNT brauchst hier, dieses weiße Zeug, aber. Hm. Irgendwie. Auch hier. Also, ich räume mich gerade schon aus, dass wir los können, ne? Ich hoffe, ihr auch. Ja, ich sortiere noch gerade die Munition. Ja, okay. Nicht, dass ich mich jetzt ausräume und gleich stehe ich da und denke, Mist.
Ihr müsst nur Bescheid sagen. Bescheid. Gut, ich komm. Ja, du musst ja auch Vorbereitungen treffen. Das ist ja nochmal wichtig. Ich brauch nichts vorbereiten. Ich bin immer bereit. Ja. Hast du den Finger oben, wird man dich loben. So, also ich habe für jeden von euch 50 Schuss. Wer möchte, kann sich gerne bei mir beim Reiseleiter melden. Ich komm. Nee. Achso, ich... Ach. Wollte ich das? Guck schon. Hallo. Guten Tag. Zack. Muni. Genau. Ass rein. Nimm doch alles. Was nehmt ihr denn alles mit, sagt mal? Wir sollen uns die Taschen vollstopfen. Wieso, hä? Wieso? Kannst du uns ja, woher weißt du das? Nee. Ich hab eigentlich nur meinen Gürtel voll. Das ist Munition. Und eine Reservewaffe habe ich dabei. Hab ich nicht. Naja gut, für den Fall des Falles nehme ich den auch mal ein bisschen mit. Also wie gesagt, bei mir gibt es 51 Schuss. Muss allerdings die Pistole mitnehmen. So. So. Wasser werden wir finden. Essen werden wir finden. Das ist korrekt. Okay. So. Ich bin bereit. Ich auch, wa? So, wir wollen erstmal nach Coronado. Wo zu den seid Häusern, ihr denn? Oder? Da raus. Seid ihr. Da ist ein Humselbumsel hinten. Ja, ihr müsst da schon vom Dach runterkommen, weil. Au! Wollen wir nach Coronado? Ich frag nochmal. Ja, ihr macht den Plan. Ja. Sumse. Alter. Nee, Biene. Ups. Läuft. Mein Honig. Huch. Ja, ja. Wie immer. Ist klar. So, ich würde sagen, wir marschieren erstmal Richtung Coronado. Ja. Kümmern uns um die Häuser und dann Matthias will durch. Würde ich mal so vorstellen. Richtig. Keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Brieftasche. Ach, aber dafür haben wir Zeit. Ja, natürlich. Da war zwar mal Wasser drin. La, la, la. Kohle. Da ist noch irgendwas geradezu. Zombie-technisch. Nee, rechts hier. Na ja. Lass ihn mal kommen. Jetzt habe ich mein Käffchen vergessen. Hui. Das ist eine Sumse. Das ist korrekt. Mal aufpassen, hier sind noch irgendwo Hunde. Hunde im Bunde. Waren wir hier irgendwie schon? Weil die Kiste hier ist leer. Ja, wir waren hier schon mal. Ich höre Hunde. Ich weiß aber nicht, ob wir im Haus waren. Brav. Doch waren wir hier nicht schon, stimmt. Wir haben doch auch Mais geholt. Aber ich weiß nicht, ob wir die Gebäude gelootet haben. Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich würde sagen... Das wäre gut möglich. Ich gehe hier nochmal rein. Aber hier ist auch alles empty, also... Ja, hier auch. Wir können weiter. Ja gut, dann super. Okay. Kommen wir weiter, Dingsen. Ja. Aber hier können wir beim Briefkasten mal reinschauen. Vielleicht sind noch ein paar versaute Briefe. Ein Playboy. Ja. Ich möchte mal wissen, warum das leckt. Und ich möchte mal wissen, warum war bei mir aber auch so gerade so scheiße aufbauen hier. Home sweet home. Naja. Was? Ich habe nur gesagt home sweet home. Das habe ich mitbekommen, aber warum? Ja, weil... Ach, halt die Klappe. Okay. Alles klar, der Ton wird rauer. Also wie gesagt, ne, auch schön gerne Brass in den Scheiß. Ach, okay, eine Axt habe ich jetzt natürlich nicht dabei.
Und? Nicht bei mir. Das ist korrekt. Ich warte nur so und na, natürlich muss der Bad ihn wieder aufscheuchen. Das ist ja wieder mal klar. Ich wollte einen schönen Silent Kill machen. Oh Mann. Nein. Lass mich raten. Verbandszeug oder so hat keiner dabei, ne? Ach so. Hab ich. Wenn man... Oh, es ist unglaublich, dass du es immer noch Gott, vergisst. Bitte. Ach so, hast du ihm schon mal gegeben? Nee. Ich hab... So. Au! Mensch, geh doch weg! Geh weg! Du kannst doch nicht schießen, wir haben noch gar keinen Ich bin tot. Ach, Herrgott. Oh. Immer diese... Ach, oh, nee, du. Immer diese immer... Vollprofis. Ja, das kam jetzt recht unerwartet. Ja, ja. Eigentlich hatte ich nur Heimweh. Ich geh einfach hinten rum. Eigentlich hattest du was? Eigentlich hatte ich nur Heimweh. So. Aber ich bin schon wieder unterwegs. Das ist sehr schnell vorübergegangen. Und, ach, das war ein Scheiße. Hunnilein. Gut, 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 gut. Ah, das ist ja kein Hund, ne? Wir sollten vielleicht ein bisschen zusammenbleiben. Ja. So. Das ist korrekt. Ich folge dir. Wollen wir hier mal rein? Hier ist nämlich Kupfer drin. Tag, Post. Aber hier ist auf jeden Fall irgendein Viech drin. Aber mich macht das ja ein bisschen nervös hier, ne? Was denn? Ach, guck mal hier draußen. Ich bin nochmal kurz draußen, wenn wir den Zombie vorhauen hier. Jo. Oha, kommen die da, kommen jetzt hier rüber, die Schweine? Gut, also. Ich hier überall Geklimper und Geklöder von den Scheiß-Zombies. Bin ich total nervös. Solange sie hier nicht drin sind. Ja. Oh, warum hau ich das denn jetzt? Aber hier sind in der Nähe. Oh, ey, ihr Zombies gehen mir so auf die Testikel. Lasst euch nicht verunsichern. Nö, nö. So, du bist noch draußen, richtig? Wieder draußen. Oder wieder. Okay, weil ich gehe jetzt erstmal hoch. Ja, mach das. Beschäftigt hier draußen müssen. Aua! Scheiße! Ich blute. Ach, schau an. Ja, aber ich habe einen Verband dabei. Hast du diesmal auch welchen? Ja. Oh, ah, ich habe endlich Antibiotikum gefunden. Ich hatte gerade einen Lack. Die hat auch nichts dabei, die alte schöne Frau. Nichts drin. Hast du was für Chili da drin? Oh, da war es ein bisschen Eisen. Hm. Okay. Ach Mann, jetzt Zombies gehen wir euch auf den Sender. Ach, aua. Oh, ich hoffe, dieser Scheiße, ich glaube, ich habe gleich einen Zombie am Arsch, aber ich bin gerade am Tresor. Oh, kommst du denn näher? Oh! Bist du wieder im Haus? Ich bin jetzt wieder im Haus, ja. Okay, dann... Ich stehe davor. Na, ich bin gerade auf dem Dachboden. Hui! Ich sichere mal ein bisschen ab. Das ist gut. 44er Magnum-Teile, 2 Stück. Das siehst du. Die Magnum ist toll. Ja, stimmt. Ich habe noch nie eine Magnum gespielt, also noch nie mit der Magnum gespielt. Geschweige denn, ich auch nicht. Zusammengebaut. Ich werde auch schon mal ein bisschen Stoff nehmen. So. Stoff brauchen wir. Wieder ein bisschen mehr Platz.
So, ich komme dann mal runter. Das kannst du machen. Stoffe. Und geh ins nächste Haus. Warst du hier schon drin, Bett? Ich fand nur so drin. Ich bin hier draußen. Warum habe ich mich erschreckt? Alter, habe ich mich erschreckt. Was war denn jetzt? Oh. Plötzlich kam von hinten so eine Zombie-Schlampe rein. Schöne Frau, wollte ich sagen. Oh, habe ich mich erschreckt. So ein wunderschönes, elfengleiches Wesen. Das war ich. Ich glaube, ich muss mal... Ach, warum nehme ich Nein, das sowas mit? Wunderschönes gibt es nur einmal auf der Erde. Also früher habe ich für so einen Spruch nochmal Lob gekriegt, aber das ist ja heutzutage auch nicht mehr so anscheinend. Naja, macht ja nichts. Nee. Alles klar, gut. Oh, Lucky Lucky. Ich gehe schon mal ein Haus. Wo seid ihr jetzt eigentlich drin? Ich bin in einem so, weiter. Kannst schon mal hochgehen. Eigentlich wollte ich nach Brass gucken. Achso, der macht das. Du kannst auch die Lampen und so alles zerschlagen, ne? Ja, richtig, aber ich brauch das richtige Haus dafür. Hier ist kein Brass im Haus. Ich oh, hier ist Mining aus, was ich jemand hier von euch ein Mining Helm? Nö, ich habe auch noch eins zu Hause. Weg. Okay. Dann spare ich mir nämlich den Platz. Auch weg. Nee, also, wie gesagt, ein Cowboy-Hut, braucht den noch einer von euch? Nee, ich hab. Den habe ich vorhin auch eingesteckt. Gut, dann gehe ich nach ganz oben. Ne, wie gesagt, man kann ja von außen nicht sehen, welches Haus Brass hat. Und das ist schon recht wichtig. Ne? Ja. Ja. Wenn du das sagst. Ja, das ist so. Da hatte ich ja schon alles, ne? Ja, da war da Mining Helm nur drin. Ach, Cowboy-Hut. Ja, toll. Nicht so erfolgreich. Na, Nurse. Ah, das ist Oh, das mit dem scheiß Gras, Alter. Das wird noch nicht geändert haben. Tja. Du kreuchst immer noch nur hier draußen rum, oder? Teils. Ja, ich sehe dich schon gerade. Ich gehe schon mal ein Stockwerk höher. Dann machst du hier unten, ich mach oben. Ah, jo. Ach, ey, das leckt aber auch ein bisschen, das ist ein bisschen gemein gerade. Da ist übrigens eine Zombie-Horde rechts von uns noch. Es ist egal, aber ich glaube, die wandern uns hinterher. Ja. Ich möchte sonst gleich überraschen. Da ist kein Kupfer dran. Oh. Gut. Ach, oh, bisschen Schimmelbrot, das ist schön. Stoff wolltest du ja auch haben, ne? Gerne, ja. Weil dann farme ich hier mal die ganzen Gardinen ein bisschen ab. Ja, das ist gut. Wozu brauchst du denn so viel Stoff? Naja, kann man daraus natürlich Bandagen machen. Du kannst daraus heilende Bandagen machen. Du kannst daraus Waffen-Repair-Kits machen. Ach, die kann man aus Stoff auch machen? Inklusive noch zwei Zutaten, ja. Ah, okay. Na, was haben wir denn gelernt? Weiß ich noch nicht. Es waren 8 Rezepte. Aber ich habe hier auch es war hier auch ein Buch bei mir dabei. Das gebe ich einem von euch gleich mal, weil ich habe das schon. Draußen viel Besuch. Komm runter, bin gleich da. Bin gleich tot. Mal kurz hier reingucken, da ist nichts drin. Das nehme ich noch mit. Wo ist denn jetzt dieses... So, Alter. Okay, Zombie-Schlachten kann losgehen. Wo denn, wie denn? Schon alles weg? Ne, ich habe ja auch nur noch 2 gesehen. Ja gut, kann sein, dass es nur 2 waren. Denn rechts. Ich hab nur... Sind wir ein bisschen ängstlich? Nee, ich habe auf einmal Dresche gekriegt und das war... Da geh ich doch wieder woanders hin.
So läuft das bei uns. Oh ja. Gott. Noch irgendwas? Oh. La la la. Kohle, Kohle, so. Kohle, 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 Kohle. Ab Kohle, ins nächste Kohle, Haus. Kohle. Gibt mir jemand Rückendeckung? Also kommt noch jemand mit, oder? Ich bin direkt hinter dir. Okay. Ein Hut, den wieder keiner braucht. Richtig. Ich glaube, ich war hier in dem Haus, oder? Ey, wo ist... Ich hab doch eben noch irgendwo Kopf abgebaut. Woanders. Hier war es nicht. Hem. So, ihr Lieben, wollen wir mal einen Cliffhanger starten, ob wir es überhaupt schaffen, nach Hause zu kommen? Naja, du schaffst es immer, nach Hause zu kommen, nur nicht zu Fuß. Sondern im gleichen Sack. Also so gemein wollte ich das jetzt nicht sagen. Ja, tut mir leid. Aber was ich damit sagen will, ist, diese Runde ist schon wieder zu Ende. Das ist korrekt. Das ist schön. Ist es gar nicht. Sind wir uns einig? Ja. Ausnahmsweise. Okay, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, schreibt mal was in die Kommentare, vielleicht habt ihr Tipps und Tricks, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. 7 Days to Die. Bis zum nächsten Mal. Überrascht euch. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.